Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich war ich im Internet auf der Suche nach keimfähigen Saaten, vor allem Hülsenfrüchte, Buchweizen und Sonnenblumenkerne. Ich wollte einfach mal schauen, ob es größere Verpackungseinheiten gibt als zum Beispiel im Bioladen oder DM. Dort könnt ihr auch keimfähige Hülsenfrüchte, Buchweizen und Sonnenblumenkerne finden, allerdings nur in einer Verpackungseinheit von 500 Gramm und diese Produkte sind auch alle in Plastik verpackt. Und ich bin fündig geworden und zwar bei Süß und Clever. Dort habe ich verschiedene keimfähige Hülsenfrüchte gefunden, wie zum Beispiel Linsen, Kichererbsen, Mungbohnen und meine geliebten grünen Erbsen, aus denen ich mir mein Lieblingsgrünkraut ziehe, Erbsengrünkraut. Und diese Erbsen sind auch sehr, sehr gut keimfähig. Dann habe ich auch Buchweizen gefunden, Quinoa, Sonnenblumenkerne. Süß und Clever hat auch ein großes Sortiment an Trockenfrüchten, Nüssen, Superfoods, verschiedene Pulver, Kakao, Maca, Lukuma und habe ich einfach mal eine Bestellung aufgegeben, aber vor allem auch mit diesen keimfähigen Samen und Saaten, auch einigen Nüssen und Trockenfrüchten. Und in diesem Video möchte ich euch einfach mal zeigen, was ich bei Süß und Clever bestellt habe. Mich freut es ungemein, dass es jetzt dort diese keimfähigen Hülsenfrüchte gibt und auch verschiedene andere keimfähige Saaten wie eben Buchweizen und Quinoa und dass alle Produkte nachhaltig und ökologisch verpackt sind. Also für mich einfach perfekt. Ich habe den Inhalt des Süß und Clever Paketes auch unserem lieben Mitbewohner, dem Henry, gezeigt und was ich noch im Kopf habe an einem Feedback war, dass er sagte, da hast du dir aber ein stabiles Krisenpaket bestellt. Am Ende des Videos gehe ich auch noch darauf ein, ob dieses Paket oder ob die angebotenen Produkte von Süß und Clever als Krisennahrung gelten. Ich meine, vor ein, zwei Jahren habe ich mit dem Henry auch schon ein Video dazu gemacht, in der Krise, welche Lebensmittel wir dann hier als Vorrat halten würden. Wenn ich dieses Video finde, verlinke ich es oben in den Infokarten. Jetzt geht es aber erstmal los. Ich zeige euch, was ich mir bei Süß und Clever bestellt habe. Einiges habe ich schon getestet und werde auch in den nächsten Wochen noch einige Produkte weiter testen. Dein Bio-Paket ist da von Süß und Clever. Ich habe mir kürzlich bei Süß und Clever einige interessante Lebensmittel bestellt, die ich gern mal testen möchte. In diesem Video zeige ich euch nun den Inhalt dieses Paketes. Das ist der Inhalt des Paketes, also ein grober Blick hinein in das Paket. Ihr könnt die besondere Verpackung vielleicht erkennen. Das Team von Süß und Clever achtet auf einen nachhaltigen Rohstoffkreislauf und sie nutzen ausschließlich biologisch abbaubare Materialien für die Verpackung ihrer Produkte. Das finde ich natürlich sehr, sehr unterstützenswert. Ich packe die Produkte jetzt mal ohne Kamera aus und werde sie hier auf diesen Tisch aufstellen und euch dann einfach kurz vorstellen. Hier seht ihr meine Bestellung auf einen Blick. Und das Zentrum dieser Bestellung bilden hier diese keimfähigen Saaten. Die habe ich kürzlich bei Süß und Clever entdeckt und das war auch der Beweggrund für mich, dort bei Süß und Clever zu bestellen. Also 1 Kilo Verpackungseinheiten von Quinoa, Mungbohnen, braunen Linsen, Kichererbsen, grünen Erbsen, daraus ziehe ich mir mein liebstes Erbsengrünkraut und Buchweizen. Und dazu noch in ökologischer Verpackung, perfekter geht es nicht. Dann habe ich auch noch 1 Kilo Sonnenblumenkerne, die sollen auch zum Keimen geeignet sein und da bin ich gespannt, das werde ich in den nächsten Wochen testen. Dann geht es weiter. Hier haben wir weiße Maulbeeren und Jackfrucht, also Trockenfrüchte, die ich vor allem für meine Jungs bestellt habe. Dann haben wir hier Pinienkerne. Die essen wir meist pur, eine kleine Handvoll, gerade im Winter ein sehr nahrhafter und schmackhafter Snack. Dann habe ich hier Tomatenstreifen, also getrocknete Tomatenstreifen, die verwende ich manchmal für verschiedene Rezepte. Hier haben wir braune Leinsaat, die soll auch keimfähig sein, das werde ich auch mal testen. Aber vor allem möchte ich diese braunen Leinsamen für Cracker verwenden. Dafür weiche ich die Leinsamen ca. 20 Stunden ein und dann forme ich einen Teig mit Sonnenblumenkernen, Möhrentrester, also angekeimten Sonnenblumenkernen, Möhrentrester, Gewürzen, noch ein bisschen Gemüse und dürre daraus Cracker, die ich dann zum Beispiel für Rohkosttreffen oder unseren Rohkostpotluck verwende. Dann haben wir hier Chiasamen, die versuche ich auch zu keimen
Oder ich bereite daraus für meinen Jüngsten einen Chia-Milchreis zu. Dann in dieser Verpackung befinden sich Kürbiskerne. Die verwende ich auch für verschiedene Gerichte oder aktiviere sie, indem ich sie einfach mindestens 12 Stunden einweiche. Im Winter esse ich sie dann eher eingeweicht. Manchmal dürre ich sie auch wieder trocken und habe dann aktivierte Kürbiskerne auf Vorrat. Hier in dieser Verpackung befindet sich Kakaopulver entölt. Ich verwende seltener Kakao für mich persönlich, aber für meine Jungs gibt es ab und zu ein paar süße Speisen, für die ich einfach dann Kakaopulver verwende. Hier in dieser großen Verpackung befinden sich Flohsamenschalen. Die kann man zum Beispiel für eine Darmreinigung verwenden, zusammen mit Bentonit oder Zeolit, also für eine kleine Darmreinigung. Oder aber für verschiedene Gerichte, wie zum Beispiel für süße Wraps, zum Beispiel für den Apfelstrudel oder für herzhafte Wraps. Oder aber auch, wenn man zum Beispiel Rohkostmozzarella zubereitet aus Cashewnüssen oder Hanfsamen. Dazu werden auch Flohsamenschalen benötigt. Dann haben wir hier Walnüsse, die gehören mit zu meinen Lieblingsnüssen und die bereite ich so ähnlich zu wie die Kürbiskerne, beziehungsweise verwende sie so ähnlich wie die Pinienkerne. Im Winter esse ich schon mal hin und wieder eine kleine Handvoll Walnüsse, entweder aktiviert, also eingeweicht oder dann wieder getrocknet. Und hier in dieser Tüte befinden sich Mini-Feigen, getrocknete Mini-Feigen, die habe ich vor allem auch für meine Kinder bestellt. Und hier, das ist so ein kleines Geschenk von Süß und Clever, eine kleine Packung Datteln und eine kleine Packung Mandeln. Auch diese Plastikdöschen sind nachhaltig und biologisch abbaubar. Das sind die grünen Erbsen von Süß und Clever. Die sind sehr, sehr gut keimfähig und daraus kann man wunderbares, nährstoffreiches, gesundes, saftiges, chlorophyllhaltiges Erbsengrünkraut ziehen. Alle Infos dazu, wie man Erbsengrün ziehen kann in seiner eigenen Küche, findet ihr in meinem E-Book Gesund Grün Essen. Die Flohsamenschalen von Süß und Clever verwende ich gern für verschiedene Wraps. Auf der linken Seite seht ihr italienische Tomaten-Paprika-Wraps. Ihr habt die hier auch schon kleiner geschnitten, da kann man eben verschiedene Salate oder Sprossen reinfüllen oder verschiedene Aufstriche. Hier seht ihr die Hülle für rohveganen Apfelstrudel. Besteht einfach nur aus Äpfeln, Bananen und Flohsamenschalen. Da kann man hier so eine Hülle herstellen und darin wird eine Füllung aus Äpfeln, Bananen, Rosinen, Zimt, ein bisschen Zitronensaft und Vanille reingefüllt und da bekommt man einen wunderbaren rohveganen, glutenfreien und industriezuckerfreien Apfelstrudel. Das ist das Kakaopulver von Süß und Clever und diese Zutat habe ich unter anderem für diese rohvegane Süßigkeit verwendet. Das ist Schokofruchtleder, besteht einfach nur aus reifen Bananen, Kakaopulver, etwas Datteln, Vanille und Zimt. Diese Süßigkeiten stelle ich zum Beispiel gern für meine Jungs und meine Freunde her. Da gibt es verschiedenste Rezepte, auch fruchtigeres Fruchtleder mit Himbeeren oder Kirschen oder Heidelbeeren oder Sandorn kann man fantastische, gesunde Süßigkeiten herstellen. Diese Rezepte dafür findet ihr in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. Den Link findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wenn ihr euch für gesunde Dürrrezepte, für chlorophyllhaltige, gesunde Lebensmittel und darüber hinaus auch noch für die Sprossenzucht in der eigenen Küche interessiert, dann kann ich euch mein E-Book-Paket empfehlen. Da findet ihr meine 3 E-Books auf einem Streich: Sprossenzucht leicht gemacht, gesund grün essen und Dürren leicht gemacht. Den Link findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Haben diese Lebensmittel wirklich das Potenzial für ein Krisenpaket? Also wenn man genügend Wasser als Vorrat hat, dann auf alle Fälle. Also hier die Hülsenfrüchte, die können ja angekeimt werden und gerade der Buchweizen ist eigentlich auch ein sehr gutes Lebensmittel auf Vorrat oder für die Krise, weil er kann einfach in ein bisschen Wasser eingeweicht werden über Nacht, dann noch ein bisschen Rosinen oder Nüsse dazugeben und dann ist es eine sehr, sehr sättigende Mahlzeit. Aus den Leinsamen, aus angekeimten Sonnenblumenkernen und aus den Kürbiskernen kann man zum Beispiel Cracker herstellen,
die man so gut durchtrocknet, dass man sie gut auf Vorrat aufbewahren kann. Das wäre auch eine gute Krisennahrung, aber man sollte dafür immer genügend Wasser zur Stelle haben, weil diese Cracker dehydriert sind, also sie enthalten wenig Wasser, und wenn man diese Cracker isst, sollte man schon genügend Wasser dazu trinken. Dann haben wir hier die Walnüsse und die Feigen, also die Trockenfrüchte eignen sich auch als Krisennahrung. Sie sind halt lange haltbar, sie kann man gut auf Vorrat halten, aber man benötigt eben dazu genügend Wasser. Wenn es zum Beispiel zu einer Krisensituation kommt, sagen wir mal einen Komplett-Stromausfall für 1, 2, 3 Wochen, und man hat solche Lebensmittel auf Vorrat, natürlich ergänzend zu einigen anderen Lebensmitteln und genügend Wasser, dann kommt man auf alle Fälle in dieser Zeit über die Runden. Das war meine Bestellung bei Süß und Clever. Wenn ihr euch auch mal bei Süß und Clever umschauen und bestellen möchtet, dann setze ich euch den Link unter dieses Video, beziehungsweise ihr findet ihn im ersten angepinnten Kommentar. Und ich habe noch eine Sonderaktion für euch. Ihr könnt auf eine Bestellung von Süß und Clever 10% Rabatt bekommen. Das gilt einmalig, also für einen einmaligen Einkauf bei Süß und Clever. Ihr findet den Gutscheincode bzw. den Rabattcode auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ich möchte mit diesem Video auf keinen Fall Angst oder Panik verbreiten, weil im Titel Krisenpaket vorkommt. Ich fand es einfach witzig, wie unser Mitbewohner reagiert hat, und wollte das einfach mit in dieses Video einbauen. Aber wenn man sich mal so in den letzten Monaten die Nachrichten anschaut, da kam es ja immer wieder mal zu Berichten von Blackouts weltweit. Also es kann durchaus auch mal in Deutschland passieren, dass der Strom ausfällt. Und dann ist es auf alle Fälle gut, wenn man ein bisschen vorbereitet ist, wenn man auf alle Fälle ein bisschen Wasser oder Notnahrung zu Hause hat. Also einfach ein bisschen vorausschauend denken, das kann man ja auch nach und nach aufbrauchen und dann wieder auffüllen, dass man einfach einen kleinen Vorrat zu Hause hat. Mich interessiert natürlich eure Meinung zu meinem Süß- und Clever-Paket. Ihr könnt mir unter diesem Video auch schreiben, wie ihr euch für eine Krisensituation vorbereiten würdet. Also welche Lebensmittel würden dann bei euch als Vorrat stehen. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Eure Silke.